So, dann wollen wir mal. Die Energiesteuerung befindet sich im Step-by-Modus. Ihre Aktivierung erfolgt durch Tastendruck. Dann mache ich mal diesen Tastendruck. Energie wiederhergestellt. Wir sollten jetzt auf alles in Anlage 1 Zugriff haben, oder Sam? Korrekt. Ich habe außerdem die Quelle des Signals geortet, das wir im Orbit entdeckt haben. Es kommt von einem großen Alien-Bauwerk außerhalb von Anlage 1. Es ist dem sehr ähnlich, welches Ihr Vater benutzt hat, um die Atmosphäre auf dem vorherigen Planeten zu verändern. Das sollten Sie sich vielleicht einmal ansehen. Vergessen wir nicht, was noch auf Habitat 7 passiert ist. Vor dieser Alien-Technologie muss man Respekt haben. Wir sollten es langsam angehen. Klar, wir folgen Ihnen. Noch eine Warnung. Die Strahlungsbelastung außerhalb der Umgebung von Anlage 1 liegt im kritischen Bereich. Ohne zusätzlichen Schutz können Sie nicht weitergehen. Es wäre also wirklich gut, wenn dieses Bauwerk hier etwas verändern könnte. Los, wir sollten dieses Fahrzeug finden, das Clancy erwähnt hat. Jetzt, ja. Da die Stromversorgung wiederhergestellt ist, können wir die Gebäude in der Nähe untersuchen. Das ist sehr erfreulich, Sam. Dann wollen wir die Gebäude mal checken. Sehr schön, jetzt habe ich endlich ein Scharfschützengewehr. Das stimmt mich sehr zufrieden. Denn ein Scharfschützengewehr ist was Feines. Warte, da hinten war doch eine Tür verschlossen. Da kam ich vorher nicht rein. Das sollte jetzt anders sein. Ach ja, ich darf ja nicht vergessen, ich soll ja Sachen scannen. Da muss ich mich auch noch dran gewöhnen, dass ich Sachen scannen soll, damit ich auch Forschungspunkte kriege. Und den Versailles-Gelbehälter. Wenn Wände sprechen könnten. Initiative-Panzerung. Standardkampfanzug der Andromeda-Initiative. Eignen sich ebenso für die Erkundung wie für den Kampf. Ihre Ausstattung fast neben dem üblichen Keramikpanzerungen und Generatoren für genetische Barrieren. Auch Jetpacks, Software, die externe. Plus 2% Begegnung, EP-Erhöhung. Ausrüsten, würde ich sagen. Tragen wir jetzt sofort. Sehr schön. Wirklich? Sowas kannst du? Normalerweise wäre es unmöglich, aber da dies ein Gebäude der Initiative ist, habe ich Zugriff auf eine Vielzahl von Daten und Matrizen. Und Service Big Bang. Okay, versuchen wir es. Ich könnte... Heilige Scheiße, es funktioniert! Kriegen wir auch Ton? Ich arbeite bereits daran. Waren Sie in letzter Zeit mal draußen? An EOS ist überhaupt nichts golden. Ich sage ja nicht, dass es einfach wird, Wilcox, aber wir können es schaffen. Wir müssen es schaffen. Es ist, als würden wir Geistern zuhören. Cool. Ob wir das in den anderen Räumen auch haben? Ne. Dann machen wir uns jetzt auf in den Raum nach hinten. Und hoffen mal, dass wir unseren Makro finden, jedenfalls den neuen Makro. Das neue Gefährt hier in Mass Effect. Sonderanforderung. Geländegängiger Spährover. Ein Nomad. Sechsradantrieb. Jetpacks. Genau das, was Sie brauchen. Die Initiative hat davon... Na sowas. Das Forschungszentrum des Außenpostens ist noch intakt. Ich informiere die Tempest über diese bedeutsame Entdeckung. Die Forschung war für die Initiative schon immer von entscheidender Bedeutung. Und wir werden auch hier nicht auf sie verzichten können. Diese Technologie ist der Schlüssel zu unserem Überleben in Andromeda. Sie ermöglicht es uns, Neues zu erschaffen. Es gibt offenbar jemanden, der diese Einschätzung teilt. Dieses Forschungszentrum wurde erst kürzlich zur Überwachung des fremden Signals genutzt. Das gibt uns die Mittel, die Quelle zu finden. Und vielleicht auch den, der sonst noch danach sucht. Ja, das unterschreibe ich. Datenpad.
Lok, neue Bolzen, Abreise. Login, leitender Vorarbeiter Adriano Fonesca. Haben heute die neuen Bolzen für den Unterschlupf ausprobiert. Nur die Zeit wird zeigen, ob sie auch halten, wenn der nächste Sturm über uns hinwegfegt. Zumindest dürften diesmal die Einzelteile leichter zu finden sein. Shorty will eine Evakuierung zurück zur Nexus und sagt, zu viel Cat, nicht genug Wasser, keine Hoffnung. Lieber verkaufe ich Vorräte und schlafe an Deck, als noch eine Nacht wach zu liegen und den Stürmen zuzuhören. Kann ich behaupten, dass er Unrecht hatte, nachdem ich drei Männer durch die Cat verloren hatte. Wollte ich auch von ihr weg, aber ich habe ihn gefragt, was ich mich gefragt habe. Was hat die Nexus Pionieren zu bieten? Ist Eos nicht das, wofür wir uns verpflichtet haben? Doch ist es. Es muss. Ende des Logs. Lederumhüllung, auch wieder nur ein Bergungsgut, aber lässt sich verscherbeln. Element Zero, das kennen wir noch aus den alten Mass Effect-Teilen. Elektrisch angeregtes Element Zero erzeugt Masseneffektfelder und bildet somit die Grundlage zahlreicher moderner Technologien. Einschließlich Reisen mit Überlichtgeschwindigkeit. Beschaffung Element Zero kann durch Aufklärungsposten entdeckt und mit dem Nomad abgebaut werden. Es ist außerdem bei bestimmten Händlern erhältlich. Und damit aktivieren wir auch dieses Energierelais. Die Forschungsstation ist wieder online. Ich habe eine Liste von Waffen erstellt, die wir mit den erforderlichen Komponenten herstellen können. Gibt es hier eigentlich noch sowas wie eine Unterhaltung? Anscheinend nicht. Aber wir können das Forschungszentrum jetzt nutzen. Wählen Sie Forschung mit Forschungsdaten, neue Baupläne und Verbesserungen freizuschalten. Dann gehen wir mal in die Forschung. Wir haben 50 Punkte aus der Milchstraße, 10 aus Helios und nichts aus dem fraglichen Gebiet. Und ich glaube, mit 50 kommen wir nicht weit, oder? Nehmen wir mal den hier. Der Rest kostet zu viel. Gehen wir mal in die Entwicklung. Wir haben einiges an neuen Materialien dazugeholt. Biotikverstärker. Ja, Stummgewehr Metok 1. Einmal vergleichen. Macht weniger Schaden, dafür ist die Geschwindigkeit höher. Höchstes Magazin, maximale Munition ist auch erhöht. Aber das Gewicht, naja, das lohnt sich, finde ich, nicht. Was ist denn mit der Pistole Phalanx? So, die Carnifex 1 macht mehr Schaden. Geschwindigkeit ist nicht so hoch, Magazin ist kleiner, Munition ist weniger. Dafür Präzision höher und Gewicht ist geringer. Eine gute Pistole sollte man nicht unterschätzen. Die Carnifex 1 einmal bitte herstellen. So, dann schauen wir uns nochmal an, das hier oben. Hätten wir alles da? Und dann bauen wir den Biotikverstärker 1. Sehr schön. Den Scharmützler können wir nicht herstellen, das können wir auch nicht herstellen. Wir haben zu wenig Titan, ansonsten könnten wir den Pathfinder-Helm herstellen. Wie schaut es bei den Beinen aus? Auch da fehlt Titan für die Pathfinder-Ausrüstung. Und ich jetzt mal bei den Armen wird es das gleiche sein. Ja, zu wenig Titan, ansonsten Eisen und Cadmium ist das, okay.
Gut, gut, sprach der Knut. Auf mein Inventar kann ich irgendwie nicht zugreifen, oder? So, Waffen. Carnifex haben wir jetzt ausgerüstet, hoffe ich. Ja, das hat wahrscheinlich auch der Pfeil dabei. Sturmgewehr haben wir nur eins. Präzisionsgewehre haben wir die Viper und die Raptor. Nahkampf. Er erlaubt es einem Benutzer, seine Faust in ein Masseneffektfeld zu hellen, um einen Gegner mit gewaltiger Kraft zu attackieren, die diese häufig ins Wanken bringt. Na, ich glaube, ich nehme den Biotikverstärker. So, Mods für Pistolen haben wir auch noch. Die Frage ist nur, wie kann ich die denn... upgraden. Zerlegen, Statistik ansehen, Forschung, Verbrauchsobjekte, Panzerung, Forschung, Ressourcen. Ich glaube, dazu müsste ich extra so eine Werkbank oder so haben, um die Mods zu installieren. Vermute ich jetzt einfach mal. Wissen tue ich es natürlich nicht. So, als nächstes Atmosphärenstrahlung beseitigen. Automatische Protokolle aktiviert. Errichte Aufklärungsposten. Okay. Sieht aus, als wären die Vorräte des Aufklärungspostens intakt. Lade den Zugangscode für die Nomad-Kiste herunter. So. Aufklärungspostenprotokoll initiiert. Folgende Lebensfähigkeitenskennzahlen Abweichung. Habitat 1, genannt EOS, erfüllt die Vorflugprofile der Initiative nicht. Die Prognosen gelten nicht länger. Die Parameter müssen zu 94% überarbeitet werden. Dann jede Menge Daten, die ich jetzt nicht vorlesen werde. Wer das gerne lesen möchte, kann natürlich jetzt auf Pause drücken bei YouTube. Und dann hat sich das. Koordination mehrerer Einsätze. Planetenweite Gleichförmigkeit des Klimas ist höchstwahrscheinlich nicht auf natürlichen Wege entstanden. Die troposphärische Elektronendichte wurde manipuliert, geologische Begrenzungsfaktoren vermutet, Geisterverstrahlung samt Folgen vermutet, günstige Veränderung der Atmosphäre vermutet. Ganz schön viele Vermutungen. So, und jetzt kann ich den Nomad-Container entsperren. Das ist sehr schön, jetzt habe ich den vollen Zugriff. Und dann wird eine Runde mit dem Nomad, alias ehemaliger Makro, eine Runde gefahren. Ein hübsches kleines Spielzeug, was wir da haben. Der Nomad sollte problemlos laufen, aber prüfen Sie Vor- und Rückwärtsgang, okay? Okay, aber ich möchte jetzt gerne die Helios-Aufgabe angehen. Die Lebensversorgungssysteme... Okay, wir haben einen Bergbaucomputer. Interessant. Bodenhaftung. Es ist zu steil. Schalten Sie auf Sechsradantrieb um. Dann kommen Sie sofort auf.
Alter, was? Ich komme da nicht hoch. Der will mich doch verarschen jetzt, oder? Okay. Gibt's hier was zu holen? Klappstütze. Das hat sich ja gelohnt. Wir haben den Feind mal eben überfahren. Ja, den neuen Ort entdeckt. Anlage 2, Beständigkeit. Wir nähern uns Anlage 2, Beständigkeit. Sie wurde uns als die Anlage verkauft, bei der wir es hinkriegen. Aber sie hatte nicht mal Zeit zu verschleißen, bevor die Cat sie zerstört haben. Okay. Um die Cat kümmern wir uns noch. Eins nach dem anderen. Hier ist Gefahrenstufe 1, also kann ich hier aussteigen. Hier sieht's aus wie in einem Kriegsgebiet. Den Überlebenden zufolge haben die Cat von allen Seiten angegriffen. Es war ein Massaker. Wie nah sind wir dran? Wir sind ganz weit weg vom von der Leiche. Aber wir gucken uns das Ding hier trotzdem an. Die Überbrückung funktioniert, aber... Sam, wurde die Tür von außen verriegelt? Ja, Pathfinder. Offenbar wurde vor der Energiedrosselung eine manuelle Abriegelung durchgeführt. Wieso das denn? Das verhindert doch nicht, dass etwas reinkommt. Es verhindert, dass etwas rauskommt. Das heißt, es ist immer noch drin? Sekundärterminals. Wir haben hier keinen Zugriff. Sam? Sofern es sich um einen Standardaufbau handelt, befindet sich der Hauptzugang tiefer im Inneren. Sieht aus, als hätten sie es eilig gehabt, von hier zu verschwinden. Den Berichten zufolge wurde die Evakuierung durch die Cat gestört. Okay. Pathfinder, zum Zeitpunkt der Abschaltung wurde ein Wartungsbericht veröffentlicht. Und was steht drin? Lauft. Cat! Überbrücken Sie die Steuerung! Schließen Sie die Tür! Tempest, wir haben es mit einem unbekannten Gegner zu tun. Evakuieren Sie den Pathfinder. Wow, nicht so schnell. Negativ, Harper. Wir müssen uns bedeckt halten. Cat nähern sich ihrer Position. Cat und dieses Ding? Verfluchte Scheiße. Wir müssen da durch.
Sie sind da draußen. Oh, Kacke. Schiff mit Verstärkungstruppen. Seien Sie vorsichtig. Alter, was? Nein! Das erste Mal verreckt.